Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie fast immer bin ich mal wieder am Bahnhof Aumund hier in Bremen. Da vorne müsste jetzt gleich schon der Zug kommen. Da ist Pierre und Emmy drin. Auf die beiden warte ich. Und von hier aus geht es dann gleich los auf eine kleine Wanderung mit Übernachtung. Wetter sieht geht so aus. Es ist immerhin trocken. Die beiden letzten Tage hat es geregnet. Ich hoffe mal, wir finden dort irgendwie noch einen relativ trockenen Platz. Haben aber auch alles dabei, um vernünftig zu übernachten. So. Da kommt der Zug. Und ja, da sollten die beiden drin sein. Dann gehen wir gleich mal einkaufen. Und dann kommt Wanderung, Start kommt. So, wir sind unterwegs. Der ist da. Moin. Und Emmy ist auch da. Was ist da? Genau. Eingekauft haben wir, beziehungsweise ich. Pia hat vorher schon eingekauft. Ja, und wir haben jetzt gerade ja, Bremen verlassen, so gesehen. Ist ja auch nicht schwierig bei uns in Bremen-Nord. Und ja, jetzt laufen wir noch ein Stück an dieser Landstraße hier und dann geht es auch schon gleich auf kleineren Straßen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ungefähr 10 Kilometer haben wir vor uns. Und ja, dann werden wir zu dem Platz gehen, wo ich schon mal war. Das seht ihr aber gleich, sobald wir angekommen sind. Ein ganzes Stück weiter. Wir haben irgendwie die Zivilisation schon hinter uns gelassen, so gesehen. Ja, jetzt hier mitten in diesem Wald. Ziemlich ruhig hier. Bisher ist irgendwie, glaube ich, hier schon ein Auto vorbeigekommen. Nee, ne? Nee, noch gar nicht. Nur ein paar Leute eben, die mit dem Hund auch unterwegs sind. Ja. Ganz schön hier auf jeden Fall. So, wir sind in Brudendorf angekommen. Wer meine anderen Videos kennt, der kennt diesen Ort auch. Das ist hier mit dem kleinen Friedhof hier. Teilweise waren wir ja auch schon, wo es dunkel ist, aber ja. Das ist ungefähr so die Hälfte von unserem Weg jetzt. Wir haben etwas über 5 Kilometer und etwas über 10 sind es ja. Deswegen machen wir hier wieder eine kleine Pause. Ja, die beiden auch. Komplett ruhig hier. Liegt vielleicht auch daran, dass Montag ist und wir haben das hier jetzt 15 Uhr genau. Sind die meisten noch arbeiten, deswegen ist wenig los. Aber auch auf der Straße. Aber kenne ich aber auch so. Hier ist immer wenig los auf dem Weg. Deswegen laufe ich den ganz gerne. Es gibt mehrere Wege. Google schlägt auch einen ganz anderen vor, aber der ist dann halt viel mehr stark befahrene Landstraße und so als hier quer durch den Wald. Und komischerweise auch mehr Kilometer. Ich weiß nicht, warum Google diesen hier nicht will. Aber zum Glück kennt man sich hier ja aus. Was ist das? Ja, was ist das, hä? Ja. Thank you.
So, Pause ist zu Ende. Da hinten sieht man noch ein bisschen, wo der Friedhof ist. Ja, das ist, wie gesagt, das ist die Hälfte jetzt der Strecke gewesen. Jetzt laufen wir weiter. Und der Weg bleibt auch so. Jetzt kommt da vorne gleich eine Landstraße, eine Hauptstraße, aber die überqueren wir einfach nur. Und dann geht es auch schön weiter. Die Straßen. Oha! Ein paar Hunde gerade. Träger! 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 Emmy, was war da los? Hä? Was war da los? So viele Hunde? So. Jetzt haben wir es fast geschafft. Da vorne noch eben um die Kurve rum und dann verlassen wir auch schon die Straße. Dann sind wir im Wald angekommen und dann geht es einmal noch mal quer durch den Wald. Den Wald haben wir erreicht. Jetzt sind wir gerade auf so einer Lichtung hier. Beim Wetter haben wir bisher auch eigentlich Glück. Es hat die ganze Zeit nicht geregnet. Es ist zwar alles ein bisschen feucht, aber da oben sieht es sowieso nicht. Das sieht gerade sogar ein kleines bisschen blau aus. Aber hier Pierre sagt, es soll auch gegen Abend eventuell noch ein bisschen auflockern. Schauen wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch hier im Wald so, ich würde mal sagen, 15 Minuten zu Fuß ungefähr. Und dann sollten wir auch an den Platz angekommen sein, den ich ausgesucht habe. Ja, dann gucken wir uns den mal an, was da so los ist. Wir haben es fast geschafft. Den See bzw. das Gebiet von dem See kann ich schon sehen. Sehen. Ich glaube, hier hat keine Lust mehr mit dem Wagen. Extra habe ich den Wagen nicht mitgenommen. Weil ich ja sowieso mehr mit Rucksack unterwegs sein möchte. Ja. Mal gucken, bin ich jetzt hier richtig gelaufen? Müsste aber eigentlich. Schauen wir hier mal aufs Handy. Au! Ja, genau, ist richtig. Sieht so ein bisschen anders aus. Hier haben so einige Bäume gefällt. Sehr offen da alles. Aber da ist halt auch der See inklusive Sumpf und sowas alles hier. Ja. Jetzt sind wir gleich an dem ersten Spot, wo ich das erste Mal übernachtet habe. Wo es kein Video zu gibt, habe ich schon mal gesagt in einem anderen Video, auf dieser Halbinsel. Da sind wir jetzt gleich.
Und das heißt, wir gehen nur noch um den See rum und dann sind wir auch schon an dem Spot, wo wir heute Nacht bleiben wollen. Ich hätte eigentlich gesagt, dass da wirklich Wasser drin ist. Jetzt hier am Flussdurchquerung. Geschafft. So, wir sind angekommen. Hier zwischen diesen beiden Bäumen hatte ich beim letzten Mal meine Hängematte gespannt. Ja. Genau, jetzt müssen wir gleich mal schauen, wie wir uns hier aufbauen. Hier laufe ich gerade durch die Feuerstelle durch. Hier kommt man halt nochmal schön an den See. Das kennt man aber auch, glaube ich, noch aus einem anderen Video. Nein. Amy, was machst du da? Komm mal raus. Hey. Naja. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen besprochen, wie wir am besten aufbauen. Pierre fängt schon an. Der hat hier das Lummerland dabei. Das gleiche habe ich auch. Damit habe ich in der Pferden mal in der Ruine übernachtet. Ansonsten habe ich das gar nicht großartig weiter benutzt. Hier der Baum. Und der Baum, so wo ich dann halt meine Hängematte hier zwischen nochmal aufgehängt habe, da werde ich gleich meinen Tarp drüber spannen und dann hier schlafen. So. Genau. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir das machen. Hier ist, wie gesagt, eine kleine Feuerstelle. Ein bisschen links drüber. Eine Feuerstelle ist da unten noch. Die Frage ist natürlich, ob wir jetzt noch Feuerholz finden. Hier ist auch noch eine, da ist ein bisschen Stroh drauf. Ja. Ja, hier vorne liegt auf jeden Fall noch ein Holz, der schon ein bisschen, das schon ein bisschen angekokelt ist. Aber das ist auch alles ziemlich nass, glaube ich. Also wir schauen dann gleich mal, ob wir was finden. Dann versuchen wir noch mal so ein kleines Feuerchen zu machen. Ja, ansonsten, wir haben natürlich auch Kocher dabei, um uns gleich was zu essen zu machen. Ja. Dann sieht man den Aufbau. Ich würde sagen, ich spanne mal eben meinen Tarp auf hier und dann zeige ich euch das gleich. So, da drüben ist jetzt eben noch ein Auto gekommen, beziehungsweise als wir gerade angefangen haben aufzubauen und die sägen da wohl irgendwie Bäume. Ja, wir haben auf jeden Fall trotzdem aufgebaut. Hier vorne gibt es oder gab es lecker Essen für Emmy. Genau, und so sieht das jetzt hier aus. Da habe ich meins aufgebaut, einmal das Tarp. Warte mal rein. Na, ist nicht mehr hell genug. Dann hole ich gleich mal in die Taschenlampe. Hier ist Emmys Schlafplatz. Und von Pierre. Der wird da drinnen schlafen. Ja, und dann muss ich mal eben kurz Licht holen. Dann kann ich auch noch mal reinleuchten. So sieht das Ganze aus. Ich habe das. Den Biwaksack mit. Da drinne habe ich dann Schlafsack mit Kopfkissen und darunter die Isomatte, alles im Biwaksack. Eigentlich bräuchte ich das Tarp gar nicht. Das sieht auch, ja, weiß nicht, ob es unbedingt nach Regen aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir Glück und es gibt keinen Regen. Das sieht ja den ganzen Tag schon so aus. Aber es könnte sein, dass es gar keinen Regen gibt. Ich habe das Tarp jetzt einfach mal aufgebaut. Ja, vielleicht baue ich das nachher noch mal wieder ab oder mache eine Seite auf, dass ich dann halt, dass ich nur die eine Seite habe, so klappt die einmal rüber und spann die noch mal ab, obwohl das geht bei dem Tarp, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich habe auch viel zu großes Tarp mitgenommen. Ich hätte eigentlich ein kleineres mitnehmen sollen. Ich dachte, jetzt habe ich das in der Hand, dann nehme ich das mit. Aber egal. Ja, Hauptsache geschützt. Pia sitzt da, wir warten jetzt gerade noch mal ein bisschen, wie lange die da drüben noch Holz sägen wollen, weil da vorne ist so eine Lichtung, da kann man durchsehen, wo das Auto durchgefahren ist, bis sie zurückfahren. Ja, so lange setzen wir uns jetzt hier hin und trinken erstmal mein Bier. Ja, so, wie gesagt, wir haben jetzt alles aufgebaut.
Haben jetzt noch ein bisschen gewartet, bis das Auto da vorne weggefahren ist. Der ist auch weggefahren. Die haben da irgendwie nur Holz gesägt. Und dann sind sie weg. Inzwischen ist es auch schon dunkel. Wir haben hier so ein paar Lampen aufgehängt. Da und da irgendwo. Ja, so wie es aussieht, fängt Pierre gerade an zu kochen. Und ich glaube, das Gleiche werde ich jetzt auch machen. Das sieht gut aus. Ja, das mache ich auch mal. So, mein Wasser kocht jetzt gleich. Es gibt so ein Travel Lunch Zeug mit Nudeln mit Rindfleisch und Paprikasoße. Wasser kocht. Sie guckt mir genau in die Augen. Jetzt in die Kamera. Liegst du jetzt endlich? Emmy liegt. Marv sitzt. Ich sitz. Pierre macht Platz. Pierre macht Platz. Geprost. Wie spät ist das? Ja, jetzt ist schon 5 vor 1. 5 vor 1? Oh, noch nicht ganz. 9 Minuten vor 1. Guten Morgen. Ich bin gerade am Frühstücken, habe Kaffee gekocht. Emmy will auch Kaffee trinken. Ich habe jetzt gleich vor, hier die Gegend noch mal kurz ein bisschen zu erkunden. Ich würde gerne rüber zu dem zweiten See noch mal. Gucken, ob es da auch noch mal einen ganz schönen Platz gibt. Ja. Richtig Glück heute mit dem Wetter. Die Sonne scheint. Es ist recht warm. Also es ist ganz schön warm in der Sonne. Ja. So passt das doch. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Ess auf und dann schauen wir uns mal den anderen See da drüben an. So, wir haben alle Sachen zusammengepackt. Jo. Wir werden jetzt unsere Sachen nehmen und da vorne irgendwo erstmal hinstellen. Da drüben ist ja der zweite See, da so. Da laufen wir dann nochmal rum und gucken uns den an. Zeige ich euch natürlich gleich. Ja, jetzt sind wir an dem zweiten See hier. Ich wollte hier halt gerne mal gucken, ob hier auch noch irgendwo an diesem See ein schöner Platz ist, wo man noch mal übernachten könnte. Gut, hier komme ich jetzt nicht so gut durch. Aber da vorne, da ist so ein Wall, da will ich mal reinschauen. Das sieht ganz gut aus. Ich versuche da mal hinzulaufen. Hier rum geht ein kleiner Trampelpfad. Und ich muss natürlich mitten durchlaufen hier. Aber das geht auch. Ah, das ist noch ein See. Oder eher sagt so ein Tümpel hier. Na, Emmy, du weißt, wo es lang geht, ne? Na, anscheinend doch nicht. Ja. Bin gespannt, ob das noch irgendwie ein schönes Plätzchen kommt. Weil hier ist ja so ein Trampelpfad, aber das könnte halt auch von Tieren sein.
da hinten irgendwo. Das sieht gut aus. Da gehe ich mal hin. Hier vorne ist sogar eine Insel auf dem See. Aber ich glaube, da kommt man nicht hin. Aber da drüben, da sieht eigentlich ganz gut aus. Was hast du gefunden? Ein Stück Mauer. So, wir sind hier angekommen. Ich dachte, dieser Platz ist hier vielleicht noch ganz schön. Aber er ist schön, aber jetzt nicht so geeignet. Da ist die Insel. Ich hoffe, man sieht das mit dem Gegenlicht von der Sonne. Ja. Jo. Emmy ist verschwunden, oder was? Wo ist Emmy? Ich höre sie nicht. Da vorne sehe ich sie. Geradeaus durch. Rechts von dir. Siehst du sie? Ja. Ja, da hinten. Ja, genau. Ganz da oben irgendwo. Ja. Gut. Wir suchen uns jetzt mal einen Weg zurück zu unseren Rucksäcken. Und dann, ja, geht's auf den Rückweg. Trägerspur oder Panzer? Nee, Träger. Trägerpanzer, sagt er. So, wir haben uns den Platz da hinten nochmal angeguckt. Hinter mir ist der See zu sehen, glaube ich. Ne, sieht man nicht so richtig. Genau, hier ist der See, an dem wir übernachtet haben. Ja. Aber der Platz da hinten ist nicht so gut wie der hier. Also wo wir jetzt waren, das ist schon einer der schönsten Plätze hier an den Seen. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Die Insel ist interessant, aber man kommt da nicht hin. Das ist keine Halbinsel oder so. Und rüberschwimmen ist hier, glaube ich, auch nicht so gut. Weil das halt sehr sumpfig ist. Zudem ist hier auch, glaube ich, Baden verboten. Ja genau, Baden verboten, Bootfahren verboten und Angeln verboten und sowas. Da vorne stehen Schilder am Eingang von dem Wald. Ja, aber die Insel, die wäre halt mal interessant. Ja, leider kommt man da nicht hin. Boah, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Rückweg. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Graben. Ein bisschen Wasser drin, ne? Geschafft. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem Rückweg jetzt nach Bremen. Und es ist auf jeden Fall richtig warm. Ich glaube, vorhin hatten wir irgendwie im Schatten 8 Grad. Da haben wir die Jacke komplett ausgezogen. Noch das T-Shirt hier an jetzt. Und noch eins drunter, also 2 T-Shirts. Das reicht vollkommen, ist mega warm. Richtig schönes Wetter, das hätten wir gestern auch gebrauchen können. Aber hey, heute Nacht war ganz schön. Emmy haut schon wieder ab. Heute Nacht war es komplett klarer Himmel. Richtig viele Sterne gesehen. Blende ich mal ein Foto ein. So, das war es auch schon wieder mit der Ruhe. Jetzt sind wir an der Landstraße hier Richtung Osterholz-Scharmbeck. Richtung Schwanewede, kurz vor Eggestedt. Und ja, so laufen wir auch. Wir laufen jetzt Richtung Schwanewede. Da haben wir dann auch die Möglichkeit, gleich mal was zu trinken zu kaufen. Da habe ich nämlich ein bisschen wenig mitgenommen. Und von dort aus geht es weiter nach Blumenthal zum Bahnhof. Und da werden dann die beiden anderen da hinten dann auch nach Hause fahren. Und ich denke mal, ich steige da auch mit dem Zug ein und fahre die 2 Haltestellen bis zu mir nach Bremen-Aumund wieder. Aber das sehe ich gleich. Vielleicht laufe ich doch weiter. Schauen wir mal. Ich sehe überhaupt nichts, ich wäre total geblendet. Wir sind ja nach Schwanewede reingelaufen und da haben wir dann den Bus genommen, weil wir haben gesehen, dass der Zug ausfällt überall momentan auf unserer Strecke von vom Bahnhof Fegesack aus bis nach Nord, also zu uns hoch hier.
Und deswegen haben wir dann den Bus genommen und sind runter zum Bahnhof, damit Pierre da den Bus bekommen, den Zug bekommen kann. Ja, und ich bin jetzt dann nochmal in die Weser und tue jetzt hier Sonnenuntergang gucken. Ja, und ich würde auch sagen, ich nehme gleich nochmal ein bisschen Zeitraffer Sonnenuntergang auf und könnt ihr euch gleich noch im Anschluss angucken. Ich sage aber schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.